Sie sehen hier die Matador-Walze mit 6 Metern Arbeitsbreite. Das ist eine Walze, konzipiert für den Dreipunktanbau. Die Walze kann ich mit 2,4 Tonnen entweder im Schlepperheck oder in der Schlepperfront fahren. Wir haben hier eine Sonderausrüstung mitgebracht und zeigen die hier, und zwar die Einebnungsschiene und den Heckdreipunktturm. Normalerweise hänge ich von der anderen Seite an, entweder schiebe ich die Walze von der anderen Seite mit der Fronthydraulik vor mir her oder ich hänge sie von der anderen Seite ins Heck vom Schlepper und fahre in die andere Richtung. Eingeklappt wird die Walze hydraulisch über 2 Zylinder, die Seitenteile nach oben. Ich habe dann 2,40 Meter Transportbreite und kann jetzt die Walze in Front und Heck fahren. So wie wir sie hier haben mit dieser Einebnungsschiene, ist sie gedacht, um Maiszinslerbekämpfung effektiver zu machen. Wir wissen aus Versuchen in Süddeutschland und in Norddeutschland, dass man, wenn man die Maisstoppel umfährt, nach der Ernte umfährt und quetscht, kriegen wir mit einer geeigneten Walze wie mit unserer Prismenwalze sehr viele Stängel gequetscht und so weit angeschlagen und zerstört, dass der Maiszinsler keine Wohnung hat, wo er drinnen überwintern kann. Und diese Arbeit wird unterstützt zusätzlich durch die Einebnungsschiene vorne. Die Einebnungsschiene läuft nur ganz knapp über dem Boden, ungefähr einen Zentimeter, hängt hier in einem Parallelogrammsystem aufgehängt, sodass sie sich bei Bodenunebenheiten anpassen kann. Das Ganze kann ich vor mir herschieben, vorne Walze und Einebnungsschiene und am Schlepperheck eine entsprechende Kurzscheibenegge oder auch einen Grubber zur gleichzeitigen Stoppelbearbeitung. Oder es gibt hier mit 3 Steckern angebracht den Heckdreipunktturm, mit der ich die ganze Einheit auch am Schlepperheck fahren kann. Schiene vorne, Walze hinten. Die Walze ist sehr beliebt bei Lohnunternehmern, wenn es ans Maisäen geht. Ich habe heute 8-reihige Maisägeräte mit 6 Metern Arbeitsbreite, mit Düngerstreuer, wo die Maschinen, wo die Maisägeräte 3,5 Tonnen wiegen, wo ich dann nicht mehr mit 80 PS Schleppern kommen kann, um zu säen, wo ich dann schon einen stabilen 6-Zylinder Schlepper brauche. Und zusätzlich in der Schlepperfront 1500 Kilo Frontballast, damit der Schlepper auf der Straße und auf der Anwand durch das schwere Maisägerät vorne nicht abhebt. Die gleiche Maschine kann man natürlich auch im Heck einsetzen. Es gibt dazu ein Sägerät, das ich kombinieren kann, um Grünlandpflege und Grünlandnachsaat zu machen. Es gibt dazu dann auch einen entsprechenden Striegel, den ich in die Fronthydraulik nehme, sodass ich Striegeln, Walzen und Nachsäen in einem Arbeitsgang damit erledigen kann. Wenn Sie Fragen dazu haben, dann schauen Sie mal bitte auf unserer Webseite www.güttler.de. Dort finden Sie unsere Verkaufsbetreuer mit Telefonnummer, mit Kontaktadressen. Scheuen Sie sich nicht, nehmen Sie Kontakt auf mit den Leuten vor Ort. Die können Ihnen vielleicht wesentlich besser als ich auch mal Referenzen nennen, können Ihnen mal das eine oder andere an Ort und Stelle zeigen und stehen Ihnen auch jederzeit gerne zur Beratung zur Verfügung.